Servus Gehörnte und willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir gehen heute mit den Tiermenschen gegen die Hochelfen in die Schlacht. Und wir haben dabei eine Frontlinie aus Bestigors und den normalen Gors. Die einfach, ich denke mal, die Bestigors dürften ganz gut gegen die Einheiten der Hochelfen sich schlagen, also nicht jetzt gegen die Schwertmeister von Ho, aber gegen die weißen Löwen, da dürften sie eigentlich ganz gut abgehen. Wir haben den Zygur dabei. Der chillt einfach mal hier, zusammen mit der Einheit Speere hier, die ihn beschützen soll. Ja, wie gesagt, Zygur gegen die Schwertmeister von Ho. Und normalen Ungors hier, die stehen einfach ein Stückchen weiter vor, versetzt zu den Bestigors. Falls wir doch mal irgendwann gegen eine Einheit Speere oder so, Speere, gegen eine Einheit Bögen angehen müssen. Und wir haben hier noch zwei Einheiten von den normalen Gors dabei mit Schilden. Mit denen will ich seinen Rücken bedrohen. Ich suche nur gerade nach einem guten Platz, wo man die mal aufstellen könnte. Ich glaube, ich stelle die einfach mal hier auf und dann gucken wir mal, was dann läuft. Wir haben Malagor dabei, der steht hier schon bei der Infanterie. Der Todesmagier auf jeden Fall auch. Wir haben hier zwei Einheiten. Die Zentigors mit Wurfäxten. Und wir haben eine Einheit Hunde und normale andere Zentigors dabei und ich würde mal sagen, wir setzen mal die ganze Gruppe, erstmal Malagor auf 1, den Todesmagier auf 2, die beiden hier auf 3, die hier sind 4, die Frontlinie oder die beiden hier sind 5 und die hier sind 6. Ich will allerdings nicht, dass der Junge hier in der Gruppe ist. Sondern ich will, dass die hier in der Gruppe 4 mit drin sind. So nämlich. Und dann, na gut, wenn die jetzt eh schon eine Gruppe haben, dann können wir hier noch gleich eine geben. So. Und der Todesmagier sitzt noch auf einem Wagen, wollte ich noch sagen. Und dann würde ich sagen, rücken wir als erstes mal mit unserer Infanterie vor. Okay, alles klar. Er hat keine Drachen, lustigerweise. Den gehen wir auch mal hier vor. Den wird sich jetzt natürlich hier so ausrichten. Und dann hier unseren Angriff erwarten. Der Zygur kann auf jeden Fall schon mal das Feuer öffnen. So auf die Phönixgarde hier. Ne, wir gehen einfach mal so rum. Guck mal hier hinter. Und ihr beiden geht mal hier hin. Ah ja, er vermutet schon einen. Fernkampf. Ein Vanguard hier. Ein Vorhutangriff auf seinen Rücken. Mal ein bisschen Übersicht noch. Wir gehen hier mit zum Zygur. Kavallerie soll jetzt eigentlich sich nicht zeigen. So gerne. So, er will. Oh ja, da hinten kommt schon seine Kavallerie. Und zwar sind es illyrische Grenzreiter. Da könnte man im Grunde genommen mit unserer Kavallerie auch hingehen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Dann haben wir da schon mal ein gutes Match. Können wir uns mal aufstellen. Und die hier sind jetzt allerdings so ein bisschen deplatziert. Klingt jetzt nicht so viel, aber gut. Hugo soll jetzt endlich mal das Feuer öffnen. Die hier müssen ein Stück weg. Er will natürlich jetzt den Zygur mit seinen Bogenschützen platt machen und ist auch gleich in Reichweite. Ich werde mal einen Wurf noch abgeben. Und dann gehen wir mal einfach mal hier. Warten wir mal, bis unsere Armee sich aufgestellt hat. Er ist jetzt hier im Wald drin. Gleich kriegen wir das Feuer der Bogenschützen. Wir müssen jetzt weg. Und können jetzt hier drauf. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wir machen es ganz anders. Wir gehen hier hinter, so, da hinten hat er noch mehr Drachenprinzen.
Wo hat denn jetzt seine Kavallerie? Wir schnappen uns jetzt die Jungs hier. Gehen mit einer Einheit Bestigos hier hin. Gehen mit denen hier einfach mal da rein. Ne, wisst ihr was? Wir gehen einfach mit allen Bestigos darüber. Malagor kommt auch mit. Dann kriegen wir ihn jetzt hier schön von der Flanke. Und mit denen können wir ja theoretisch dahinter gehen. So, hier hat er jetzt seine elitischen Grenzreiter. Die knöpfen uns mit denen vor. Der Todesmagier geht mal hier in die Dinge rein. Macht hier mal einen kurzen Cast auf die Phönixgarde. Wir umzingeln ihn jetzt hier. Der Zygor frisst jetzt einfach Schaden, das ist okay. Okay, er kommt jetzt doch hier zurück. Er hat sich jetzt dagegen entschieden. Aber wir können jetzt natürlich... Haben wir jetzt schon den Zauber gecastet oder nicht? Wäre jetzt eigentlich ganz nice, wenn ihr das mal hinkriegen könntet. Wer schnappen sich die Drachenprinzen, sehr schön. Okay, und jetzt können wir mit unserem Todesmarker hier was machen. Die gehen nämlich jetzt auf die Bogenschützen, aber in breiter Front bitte. Und ich denke mal, dass wir den Kampf hier gewinnen können. Im Grunde genommen müsste das möglich sein. Hier, die gehen alle auf den. Todesmagier, der rennt einfach weiter durch die feindlichen Reihen. Und hier knöpfen uns jetzt einfach heftigst seine Jungs vor. Todesmagier ist auf seinem Streitwagen. Und es macht da ein bisschen Ärger unter seinen Truppen. Wer ist da eigentlich sein Held? Teclis. Lustig, dass wir noch nicht genetzt worden sind. Aber hier, das dürfen wir eigentlich ganz gut hinkriegen, da den Kampf. Dann können wir mal hier eine Einheit den beschwören. Und jetzt gehen hier alle auf die Drachenprinzen. Da kommen wir jetzt zurück. Die Gors hier, die halten die einstweilen auf. Und jetzt brauchen wir unsere Bestigos hier auf jeden Fall hier hinten. Weil der Kampf hier drüben, der ist jetzt Geschichte, der ist geschehen. Und die Bestigos, die dürften jetzt hier eigentlich in der Lage sein, seine Truppen hier ziemlich gut aufzurollen. Sein Fehler war jetzt hier, dass er seine Einheiten so aufgespalten hat. Und wir brauchen jetzt hier unsere Kavallerie. Weil sonst fressen wir einfach zu viel Bogenfeuer. Kavallerie ist jetzt allerdings schon ganz schön weit weg. Außerdem kann mal der Zygor hier jetzt auf den Blob da reinfeuern. Der Magier, der kann... Ja, keine Ahnung. Einfach mal ein Fate of Juna hier. Ah ne, jetzt wäre wahrscheinlich der Spirit Leech besser gewesen. Aber egal. Hä? So, okay, ja, kein Problem. Hey Malagor, los geht's. Kavallerie, schnappt euch seine Bögen, das ist jetzt wichtig. Unser Zygor feuert weiter. Hier irgendwo rein, keine Ahnung. Hier irgendwo. Die Chaosbruten, die kommen hier mit vor. Bestigors gehen weiter ab, holen sich seine Bogenschützen. Und ich denke, dass es das gewesen sein dürfte. Ich denke mal. Weil er hat jetzt nicht mehr so viele Nahkampftruppen. Malagor geht mal hier rüber, unterstützt den Nahkampf da. Auch die Bestigors gehen rüber und die hier auch. Einfach zum Futter. Und der Streitwagen geht auch hier rein. Und jetzt können wir noch einen Cast, einmal Spirit Leech auf Teclis hier casten. Und ihr beiden, ihr kommt mal mit hier vor. Ja, ich denke, die Drachenprinzen, die dürften jetzt schon so ziemlich aus dem Spiel genommen sein. So. Aber machen meine Hunde nix. Hetzt mich gerade ein bisschen an. So, und das war's. Yo. Schönes Match. Mein Gegner hat seine Truppen gespalten. Das war sein Fehler. Und dann konnten wir halt das eine Kontingent, bestehend aus der Phönixgarde und den ganzen weißen Löwen hier, und ich glaube ein paar Speere war noch dabei, mit unserer Hauptkampftruppe ausschalten. Und das hat ihnen dann den Sieg gekostet, mehr oder weniger. Ja, ich bedanke mich bei meinem Gegner Mionidas. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.